Ja, meine Damen und Herren, wir machen munter weiter nach dem ersten Beitrag. Vielleicht erlauben Sie mir auch ein bisschen auf unser Netzwerk hinzuweisen. Es sind sehr viele Freunde und des Universitätsclubs, Mitglieder des Universitätsclubs hier. Ich möchte vielleicht stellvertretend einige auch begrüßen, damit Sie sehen, wie unser Netzwerk ausschaut. Beispielsweise einer unserer Kooperationspartner ist der Nationalpark Hohe Tauern. Der Magister Peter Rupitsch, der Nationalbankdirektor, ist hier. Es ist der Dr. Bernd Hesse hier. Er ist Honorarkonsul von Namibia. Er hat sich nicht nehmen lassen, weil wir das Thema Afrika hier zentral ansprechen, zu uns zu kommen. Herzlich willkommen. Der Dr. Helmut Zwander, Präsident des Naturwissenschaftlichen Vereins, mit dem wir kooperieren. Wir haben institutionelle Mitglieder, Unternehmen und Organisationen, die nicht persönliche Mitglieder sind, sondern mit ihrer Organisation Mitglieder, Mitglied des Universitätsclubs, förderndes Mitglied. Ich möchte hier begrüßen Dr. Michael Marquez von der KELAG, Michael Schwarzenbacher von Uniquare. Und wen haben wir noch hier gesehen? Der Direktor Erich Obertautsch von der Wiener Städtischen Versicherung. Und vielleicht noch ein Hinweis, Universitätsprofessor Daniel Baben ist hier von der Universität Klagenfurt. Er ist einer von vier Professoren, die im wissenschaftlichen oder im Beirat, im Universitätsbeirat für den Uniclub tätig sind und mit denen wir uns auseinandersetzen, um die Verbindung zwischen Universität und Universitätsclub zu optimieren, zu verbessern und gemeinsam zu überlegen. Die Obfrau vom Verein Pro Mölltal, Professor Heintl, hat mich aufmerksam gemacht, ist auch hier ein wichtiger Verein, mit dem wir kooperieren und den wir hoffentlich auch ein gutes Regionalentwicklungsprojekt im Mölltal starten werden. Jetzt aber zu dem Co-Präsidenten des Club of Rome und zu seinem Beitrag. Ich bin sehr froh, Herr von Weizsäcker, dass Sie hier sind. Für die, die es nicht wissen, Herr Weizsäcker ist nicht nur Präsident, Co-Präsident des Club of Rome und hat schon dreimal mit uns oder uns unterstützt in unserer Aufklärungsarbeit. Er ist auch ein bekennender Kärntenurlauber. Und diese Konstellation, von der Klaus Töpfer gesprochen hat, ist unter anderem dadurch zustande gekommen. Er unterbricht heute für uns seinen Kärntenurlaub. Ich sage Ihnen nicht, wo er untergebracht ist. Er wird Ihnen sagen, und das ist sein Beitrag, und das ist auch, wird auch von anderen Seiten immer auch schon angesprochen, Nachhaltigkeit braucht eine neue Aufklärung. Es ist gerade wieder ein neuer Bericht an den Club of Rome in Ausarbeitung und ich hoffe, dass wir hier, lieber Herr von Weizsäcker, von Ihnen etwas erfahren werden. Die Heike Egner, ich bin schon abgeredet. Jetzt die Heike Egner, stopp mit und ich gehe von der Bühne. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Groß, liebe Frau Egner. Lieber Klaus, lieber Franz Josef, Herr Heintl, also es gibt, ich müsste überall. In der Tat, es gab bei der Kärntner Messe vor, weiß nicht was, 25 Jahren oder so, eine sogenannte Faktor 4 Messe. Und der damalige Messepräsident Walter Dermuth hat die Gäste der internationalen Tagung, also die Redner der internationalen Tagung, eingeladen, in eine wunderbare Villa in Pörtschach zu übernachten. Und dann habe ich meiner Frau später mitgeteilt, du, das wäre ein Platz, da könnte man Ferien machen. Und seither sind wir jedes Jahr da. Es ist unglaublich. Naja, die Nachhaltigkeit ist eine Riesendiskussion. Das Land wird überschwemmt mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Er ist in der öffentlichen Diskussion seit 30 Jahren. Im Jahre 1987 ist der Brundtland-Bericht Unsere gemeinsame Zukunft veröffentlicht worden. Und dort kam das Wort Nachhaltigkeit zum ersten Mal in die große internationale öffentliche Diskussion. Klaus Töpfer hat Karl von Carlowitz erwähnt, der
die nachhaltende Forstwirtschaft geprägt hat. Und aus diesem deutschen Wort ist Anfang der 1980er Jahre das englische Wort sustainable oder sustainability übersetzt worden. Es ist also eigentlich ein deutsches Wort ursprünglich. Und inzwischen, wenn die Deutschen ganz gelehrt sind, dann sagen sie sustainable. Aber egal. Es war ein großartiger Formelkompromiss im Brundtland-Bericht. Der Norden, ausgelöst durch eine Diskussion in Skandinavien, wollte unbedingt, dass die Ergebnisse des ersten UNO-Umweltgipfels endlich auch für die Umwelt was austragen. Und dafür sollte dann eine Kommission gemacht werden mit einer skandinavischen Ministerpräsidentin als Leiterin, eben Frau Brundtland. Aber es mussten natürlich die Entwicklungsländer dabei sein und die sagten, das Einzige, was uns interessiert, ist Entwicklung. Und dann hieß es also Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Und dann musste man irgendwie da zusammenkommen. Und nachhaltige Entwicklung war der Formelkompromiss. Wobei die Entwicklungsländer darunter Entwicklung verstanden haben und der Norden Umwelt. Ich habe dann später mal in einer Runde für Kofi Annan, den damaligen UNO-Generalsekretär, zur Vorbereitung des UNO-Nachhaltigkeitsgipfels von 2002 den damaligen Stellvertreter von Frau Brundtland, wie hieß er noch, aus Indonesien, der frühere, kommt mir wieder, der war mit dabei, der Umweltminister, und der sagte zu Kofi Annan gerichtet, ja, also nachhaltige Entwicklung ist großartig vorangekommen, wir haben jetzt Wachstumsraten von 8%, reine Wirtschaft, mehr Abholzung, das ist nachhaltige Entwicklung, ja. Wobei er selber das kritisiert hat, die Abholzung, nicht die Entwicklung, nicht die 8%. Aber diese Diskussion ist ja dann noch weitergegangen. Dann haben Industrievertreter auch aus dem Norden gesagt, ja, in Wirklichkeit ist Nachhaltigkeit ein Dreieck. Da gibt es natürlich auch diese Ökologie, aber dann gibt es das Soziale. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Wirtschaft. Und dann machen wir ein Dreieck daraus. Und das hatte eine wunderbare Folge. Dann gab es zum Beispiel in irgendeiner Firma eine Koalition zwischen Wirtschaft und Sozialem. Also Betriebsrat für das Soziale und die Aktionäre und die Betriebsleitung für die Wirtschaft. Und die Umwelt war dann der Gegner. Abgesehen von vielleicht eine Rasenverschönerung vor dem Betriebsgelände oder irgend so etwas. Aber es war im Wesentlichen eine Kampfansage gegen die Umwelt in sehr vielen praktischen Wirtschaftsgeschehen. Vor 30 Jahren noch hat es völlig selbstverständlich für große Konzerne zum Anstand gehört, dass man einen Umweltbericht macht. Aber das ist ganz schnell abgelöst worden durch Nachhaltigkeitsberichte, wo dann der Betriebskindergarten gefeiert wird als Beitrag zur Nachhaltigkeit und vieles andere. Und das Thema Umwelt wurde einfach immer weiter zurückgedrängt. Denn man kann ja einfach gar nicht übersehen, dass in 30 Jahren Nachhaltigkeitsdiskussion oder sagen wir mal 60 Jahren Umweltdiskussion die Umweltsituation der Welt sich massiv, dramatisch verschlechtert hat. Ja? Natürlich hat man lokal wunderbare Erfolge erzielt, zum Beispiel das Wasser des Wörthersees. Das ist großartig. Oder die Luft des Ruhrgebiets oder das Wasser des Rheins. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Komiker Otto noch erinnert. Der hat so Sketche gemacht und dann hat er einen gemacht, da tritt er auf einen anderen zu mit einer Wasserpistole und sagt Hände hoch. Dann sagt der andere, ist so eine Wasserpistole. Dann sagt Otto, ist aber Rheinwasser drin, dann macht er ganz schnell die Hände hoch. Das heißt also, so war die Umwelt. Und
das ist alles weg. Das ist großartig. Deswegen ist das Volk der Meinung, die Umwelt hat sich immer verbessert. Aber gleichzeitig haben wir einen dramatischen Verlust von Biodiversität. Also täglich in der Größenordnung von 100 Tier- oder Pflanzenarten sterben aus. Und das sind ziemlich viele Tage, die in diesen 60 Jahren vergangen sind. Es ist unglaublich, was da für ein Schlachten stattfindet. Und die Klimadiskussion, die Böden. Klaus Töpfer hat in seinem damaligen Institut die großartige Initiative ergriffen, endlich sich um das Thema Böden zu kümmern. Auch das Lebewesen die Lebewesen in den Böden sind natürlich für unsere Nachhaltigkeit von außerordentlichen Wichtigkeit. Aber das, was die heutige Agrarchemie macht, ist im Wesentlichen Abtötung der Böden. Ja? Es ist fürchterlich, was da passiert. Das heißt also, Nachhaltigkeit ist eine wunderschöne Vokabel, aber die gegenwärtigen Trends weltweit sind alles andere als nachhaltig. Das ist nun die Überschrift des ersten Teils eines neuen Berichts, den ich für den Club of Rome initiiert habe, schon vor 3 Jahren. Wir haben im Laufe der Zeit immerhin 33 Mitglieder des hochansehnlichen Club of Rome dazu gewonnen, dazu beizutragen. Chinesen, Japaner, Brasilianer und alle möglichen Leute, aber auch natürlich haufenweise Europäer. Und der besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. Der erste Teil ist im Wesentlichen eine Aktualisierung des berühmt gewordenen Berichts »Die Grenzen des Wachstums« von 1972, die den Club of Rome damals ungeheuer bekannt gemacht haben. Aber die Aktualisierung ist natürlich genauso grausam, wie ich sie soeben geschildert habe, nämlich die Grenzen des Wachstums sind immer schlimmer geworden und die Umweltsituation immer schlechter. Das heißt, es hat nichts genützt. Und dann sagen wir, naja, wir haben eigentlich eine ziemlich gute Diagnose gestellt darüber, was alles schlechter geworden ist. Ich komme da auf ein paar Details noch zurück. Aber wie sieht unsere Therapie aus? Und da muss man beschämt feststellen, dass die in den Hauptstädten der Welt und in der allgemeinen Bevölkerung angebotenen Therapien das Problem systematisch schlimmer machen. Also, wir hatten die wunderschöne Konferenz in Paris für eine Stabilisierung des Weltklimas. Also 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit ist nicht gerade eine Stabilisierung, aber immerhin ein edles Ziel. Und dann kommt diese Botschaft in den Hauptstädten der Welt an. Und wie reagiert man dort, wenn es gut geht und nicht wie in Washington? Ach, das ist ein riesiges Problem. Wir müssen da unbedingt was machen. Wir haben es ja in Paris beschlossen. Aber was machen wir? Das wird ja wahnsinnig teuer. Da brauchen wir viel mehr Wachstum, um mit diesem Problem fertig zu werden. Und inzwischen weiß natürlich jeder, dass das, was wir heute ökonomisches Wachstum nennen, das ist messbar, an den Bruttoinlandsproduktzahlen. Das ist stramm korreliert weltweit mit Klimazerstörung. Das ist die Therapie zur Stabilisierung des Klimas. Das ist grotesk, absolut grotesk, intellektuell, politisch, pragmatisch, alles ist grotesk. Aber es ist die heute absolut dominierende Realität. Es gibt so gut wie niemand, der dem öffentlich wirklich widersprechen würde. Es gibt ein paar Leute wie Tim Jackson oder Nico Pech und ein paar andere kluge, edle Leute,
Die sagen, nein, wir müssen auch irgendwo mal wieder Halt machen. Das ist ausgezeichnet. Da bin ich sehr dafür. Aber wie viele Teile der Bevölkerung repräsentieren die? Kümmerlich. Also sagen wir, wir sind in der Mitte einer philosophischen Krise. Wenn wir zwar die Diagnose halbwegs richtig machen, aber die Therapie macht alles nur noch schlimmer, dann ist philosophisch bei uns was kaputt. Aber jetzt will ich doch noch ein paar andere Dinge sagen, jenseits des Themas Klima, die in diesem Teil 1 auch mit vorkommen. Es gibt in Cambridge, England, ein relativ neu eingerichtetes Center for the Study of Existential Risks. Von Risiken, die der Menschheit ein Ende setzen können. Ja? Also wo die Existenz der Menschheit gefährdet ist. Ein halbes Dutzend oder so. Also zum Beispiel Mikroorganismen, hochinfektiös und absolut tödlich. Und gegen Antibiotika resistent. Jetzt liest man dieser Tage, dass in Hyderabad in Indien, wo es jede Menge Pharmakonzerne gibt, die jede Menge Antibiotika machen, die Abwassertechnik nicht funktioniert. Das heißt, alle Wässer, die aus Hyderabad wegfließen, sind wunderbare Kulturen für die Erzeugung von antibiotikaresistenten Krankheitskeimen. Ja? Das ist heute. Und gleichzeitig gibt die Pharmaindustrie an, wie Tüten von Mücken, was sie alles Tolles Neues gemacht haben. Und gleichzeitig sozusagen durch den Abfluss, wo man nicht mehr so hinguckt, machen sie das Gegenteil von dem, was eigentlich nötig wäre. Und dann kommt Geoengineering dran. Also das, was du vorhin erzählt hast. Diese Idee, dass der Mensch, also ich weiß nicht, ob nun Silber oder Sulfate oder irgendetwas in die Luft schießt und damit das Wetter verändert. Und anders als bei typischen physikalischen Experimenten, ich habe früher mal Physikdiplom gemacht, kann man das nicht sehr gut experimentell testen. Denn unter Umständen ist das Experiment das Ende der ganzen Geschichte. Und darauf will man sich einlassen. Und Trump finanziert heimlich Kohorten von Geoengineering-Leuten. Aus genau dem Grund, den du erzählt hast. Das ist makaber. Also über Mitigation und so, also Dämpfung der Erwärmung, da wird nichts mehr gemacht. Soweit das Weiße Haus beeinflussen kann. Oder Big Data und die von Ray Kurzweil in Kalifornien ausgerufene Singularity, den Zeitpunkt, ab dem die Computer den Menschen schlicht überholen, intellektuell und dann demnächst auch, das ist ein kleiner Schritt, auch praktisch. Die können nämlich dann Maschinen steuern, Fernsteuerung. Und nun, ich habe dann später mal Biologie gelernt und ich weiß ganz genau, dass wenn so etwas wie Intellekt entsteht, dann entsteht auch Überlebenswille und Durchsetzungswille. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Roboter oder diese Maschinen, die jedem intellektuellen Menschen der Welt überlegen sind, können sich erstens selber vervielfältigen und zweitens dafür sorgen, dass die Menschen ihnen nichts mehr antun können. Das ist ein existential risk. Aber gleichzeitig findet in den Vereinigten Staaten praktisch kein Technology Assessment mehr statt. Das ist schon unter Reagan praktisch kaputt gegangen, weil die Amerikaner Optimismus als patriotische Pflicht ansehen.
Und deswegen darf man nie über was negativ berichten. Deswegen ist der Club of Rome in Amerika auch höchst unbeliebt, weil er eben sich nicht an diese Optimismuspflicht hält. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Ich muss jetzt irgendwann auch zur philosophischen Krise kommen. Das ist Teil 2. Das hängt natürlich an mit der großartigen Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, in der er darstellt, wie Egoismus, brutaler Wettbewerb, Verachtung für das gemeinsame Haus und so weiter de facto suizidal sind. Und es ist ein Gesprächsangebot an alle Menschen der Welt, mitzumachen zur Verhinderung von diesem Wahnsinn. Es ist auch theologisch sehr gut abgesichert. Und wie das bei Enzyklika meistens der Fall ist, zitiert er dann auch seine Vorgänger, damit niemand sagen kann, das sei jetzt plötzlich ein Alleingang. Hat er sehr gut gemacht. Also er hat sogar Johannes Paul II. Zitiert, der natürlich praktisch das gegenteilige Programm hatte. Aber egal, er ist sozusagen mit dem Boot, auch wenn er heilig ist. Egal. Nur, das alleine genügt noch nicht. Das ist nun, die katholische Kirche ist ungeheuer wichtig und sehr ehrenwert. Die protestantische Seite ist natürlich auch mit dabei, bei uns im Buch, nämlich der Weltrat der Kirchen hat schon 30 Jahre früher die Initiative ergriffen für ein Friedenskonzil, was dann erweitert worden ist in ein Konzil für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das Wort Konzil hat sich nicht politisch durchsetzen können, weil da die katholische Kirche dagegen war, aber immerhin, man hat dann eine Weltkonvokation gemacht in Seoul in Korea, wo man eigentlich die gleichen Aussagen wie in Laudato Si beschlossen hat. Und vom islamischen Bereich gibt es ebenfalls starke, eindrückliche, gute Aussagen zur Rettung der Schöpfung. Das kommt natürlich alles mit drin vor. Aber dann müssen wir noch weitergehen. Wir merken, dass diese philosophische Krankheit ganz besonders eine Krankheit der heutigen Ökonomie ist. Und um dieses zu beweisen, schauen wir drei der Helden an, die vor 100 oder 200 oder 300 Jahren Dinge gesagt haben, die heute in der Ökonomie willfährig rezitiert werden, aber falsch. Zum Beispiel Adam Smith, ein großer Moralphilosoph. Und für ihn war es zur damaligen Zeit vollkommen selbstverständlich, überhaupt nicht bestreitbar, dass die geografische Reichweite des Marktes, er nannte es die unsichtbare Hand, und die geografische Reichweite des Rechts, der Moral, identisch waren. Und was haben wir heute? Der Markt ist global und das Recht ist national. Da kann man dreimal raten, wer gewinnt. Ich habe das als Bundestagsabgeordneter erlebt, wie uns die Finanzmärkte erpresst haben, dass wir in Deutschland den Sozialabbau organisieren müssen, damit die Kapitalrendite in Deutschland wieder höher wird, damit die verehrten Investoren bereit sind, in Deutschland noch einmal zu investieren. Das war gut für die deutsche Wirtschaft, aber eine Katastrophe für die Gleichheit der Menschen. Das ist die heutige Form, wie Adam Smith zitiert wird. Oder David Ricardo, der Heilige des Freihandels. Er schreibt ausdrücklich, dass Freihandel, also Handel, gut ist, wenn das Kapital ortsfest bleibt. Das Kapital wandert nicht über Grenzen. Die Händler gehen über Grenzen und die Güter und Dienstleistungen in gewissem Umfang, aber das Kapital bleibt ortsfest. Dann kann man die sogenannten komparativen Vorteile der Nationen gegeneinander
zu gemeinsamen Nutzen verwenden. Wenn aber das Kapital mitwandert oder sogar dominant wird, dann gibt es nicht die komparativen Vorteile, sondern die absoluten Vorteile, und dann gibt es eine Riesenmenge Verlierer. Und David Ricardo war sozusagen einer der Propheten, die gesagt haben, es gibt keine Verlierer, wenn man was Vernünftiges macht. Aber er wird heute völlig falsch zitiert. 98% des Geldes, was um die Welt schwirrt in Millisekundengeschwindigkeit, dient überhaupt nicht der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen, sondern ist rein spekulativ, dominiert aber die Realwirtschaft. Katastrophe. Oder Charles Darwin, der war nicht direkt ein Ökonom, wird aber ständig von den Ökonomen in Anspruch genommen. Und für ihn war der Wettbewerb unter den Tier- und Pflanzenarten etwas Lokales, absolut nichts Globales. Er hat es auf den Galapagos-Inseln entdeckt, wie in der Abwesenheit von Spechten Finken lernen konnten, sich so zu verhalten wie Spechte, indem sie einen Kaktusdorn abbrechen und den in ihren Schnabel stecken und damit so einen Spechtschnabel hatten. In der Gegenwart von Spechten hätten sie das nie gekonnt. Das heißt also, Darwin muss man so lesen, ich karikiere ein bisschen, die Abwesenheit von Wettbewerb als Voraussetzung von Evolution. Das geht in Ökonomengehirn nicht rein. Steht aber bei Darwin. Ja? Gut. Und dann sagen wir, also es hilft nichts, wir brauchen auch eine neue Aufklärung. Denn wir haben die reduktionistische Philosophie, die analytische Philosophie und vieles andere, was im Grunde, Sie haben das wunderbar ausgedrückt mit der Elementarisierung der Erkenntnistheorie, das ist ja absurd. Man muss auch etwas Ganzheitliches wahrnehmen können, das wird aber in den Peer-Review-Publikationen de facto verboten. Das heißt also, wir müssen auch da wieder etwas Neues erlernen. Nur die alte Aufklärung, Klaus Töpfer hat das ja sehr gut dargestellt, die ist ja heute auch in Gefahr. Und da sagen wir, natürlich brauchen wir Rationalität und all das, was die alte Aufklärung gut charakterisiert hat. Aber die heutige de facto Wirkung der alten Aufklärung ist eine Rechtfertigungslehre für Freiheit, Individualismus, Egoismus und all diese Dinge, die ich vorhin gerade kritisiert habe. Das heißt also, die alte Aufklärung alleine ist nicht mehr gut genug. Und jetzt brauchen wir eine, die wieder inclusive ist auf irgendeine Weise. Und da schlagen wir vor, es muss eine sein, die erstens für die heutige volle Welt zutrifft und nicht wie die leere Welt zur Zeit von Immanuel Kant oder Adam Smith und so weiter. Für die volle Welt, wo, wie Paul Crutzen dargestellt hat, alles in Pfadabhängigkeiten erstickt. Da müssen wir anders denken. Und wir sagen, das Hauptstichwort dafür könnte Balance sein. Zum Beispiel Balance zwischen Markt und Staat oder Recht. Oder Balance zwischen Kurzfrist und Langfrist. Oder Balance zwischen Leistungsanreiz und sozialer Gerechtigkeit. Oder Balance zwischen Mensch und Natur. Oder Balance zwischen einem Extrem, das ist ein Gottesstaat, wo also sozusagen die nicht kirchliche Vernunft gar keine Chance hat, und einem atheistischen Staat. Beides sind blöde Extreme. Dagegen ein Staat, in dem Freiheit, Meinungsfreiheit und auch Überzeugungsfreiheit und so weiter herrscht, aber auch religiöse Klarheit und Moral einen Ort haben. Das ist vernünftig. Und so weiter. Man kann also 2 Dutzend solche Balanceforderungen formulieren und sagen, das ist das Nötige,
damit die Welt wieder einigermaßen in Ordnung kommt. Aber dann stellen wir fest, dass die monotheistischen Religionen, einschließlich des Christentums, leider eine Tendenz haben, Dogmatik wichtiger zu finden als Balance. Wenn ein westlicher Mensch von irgendeinem Disput hört, ist seine erste Reaktion, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Wir müssen jetzt rausfinden, wer Recht hat. Das ist Dogmatik. Das stimmt im Übrigen trotzdem in vielen Fällen, dass der andere Unrecht hat. Aber in vielen anderen menschlichen Situationen ist die eigentliche Wahrheit, dass beide Recht haben. Und das ist natürlich eine völlig andere Erkenntnis. Und dann muss man die Bereitschaft haben, die Berechtigung beider Seiten zu erkennen. Und jetzt muss ich zum Schluss kommen. Der dritte Teil des Buches fängt an mit der Aussage, naja, aber die Menschheit kann doch nicht warten, bis 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind. Wir müssen jetzt schon handeln. Und der dritte Teil, der ist dann schön amerikanisch optimistisch, also 20 Beispiele davon, was alles fantastisch heute schon funktioniert, einschließlich der politischen Vorschläge, die man machen kann, damit dieses nicht in der Nische bleibt, sondern endlich Mainstream wird. Das sind aber dann Dinge, die dann für eine weitere Diskussion da sind. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Sehr, sehr attraktiv, würde aber behaupten, dass sie auf der alten Idee der Aufklärung aufsetzt. Völlig richtig. Und zwar als das Projekt, wird immer verdrängt. Das Projekt der Aufklärung, das auf eine übergeordnete Vernunft hinspricht, also Bezug nimmt und uns darunter vereint. Ich wage die Behauptung, dass dieses Projekt der Aufklärung gescheitert ist. Richtig. Weil wir in einer so fragmentierten Welt leben, dass für mich die Frage ist, eine neue Aufklärung für wen oder was? Wer darf denn dann mitsprechen? Ja, die alten Eliten sind zu Ende und ihre Balancevorstellung greift auf dieses traditionelle Vernunftmodell zurück und letztlich schließt es an diese Eliten. Wo ist das Neue in der Aufklärung? Ein bisschen provokativ gefragt. Also, Sie haben vollkommen recht. Es gibt bei Rousseau oder Kant oder Hume oder so, natürlich immer wieder genau diesen Ansatz, dass es eben nicht auf Dogmatik, sondern auch auf ein balanciertes Verhältnis ankommt. Aber das, was in der heutigen Wissenschaft und Zivilisation sich durchgesetzt hat, ist das, was Papst Franziskus kritisiert. Und das ist eben nicht balanciert, sondern dogmatisch und zum Teil auch kriegerisch. Das heißt also, indem wir einen Aspekt, der bei den Weisen des 18. Jahrhunderts da war, der aber verschüttet ist, hervorheben, wollen wir eigentlich auch Rechte und Qualitäten der alten Aufklärung wieder verstärken. Okay. Ich erlaube mir noch die Nachfrage. Dann kommt Herr Heinz. Ich erlaube mir noch die Nachfrage. Wie gehen Sie mit der fragmentierten Welt dann um? Weil es scheint ja so, dass das große Projekt der Aufklärung mit der Orientierung an einer uns übergeordneten Vernunft, auf die wir uns alle verpflichten, mal gegolten hat, in einer Zeit, in der auch, ich nenne es jetzt einfach Eliten, noch ausverhandelt haben, was gilt und was nicht gilt. Heute ist unsere Gesellschaft aber so fragmentiert, dass diese Wertegemeinschaft, wenn man das so will, gar nicht mehr gilt. Und deshalb dieser Rekurs auf das alte aufklärerische Modell mir
wenig erfolgsversprechend erscheint. So charmant ich diese Balance auch finde. Aber wir haben so Brüche in der Gesellschaft und solche Fragmentierungen und ein Auseinanderdriften an den Extremen, auch in Deutschland, auch in Österreich, also in Europa, dass ich nicht weiß, ob das der Rekurs auf das der alte Aufklärungsdenken hilft. Der Rekurs alleine hilft auf keinen Fall, deswegen sagen wir neue Aufklärung. Und die Fragmentierung ist unter anderem eine Folge des Sozialdarwinismus, die Idee, dass es gut ist, wenn alle miteinander streiten. Okay. Da stimme ich zu, ja. Ja, heute bin ich nicht zu bremsen. Was Sie angesprochen haben mit der Balance, ist ja in der Philosophie der alte Gedanke der Dialektik, ja, zum Unterschied von der Logik. Die Logik, Widersprüche werden ausgeschlossen. Wenn zwei Aussagen sich widersprechen, ist mindestens eine falsch. Das ist das dogmatische Denken und das ist das Denken der Naturwissenschaft und der Mathematik. Auch wenn es dort nicht stimmt, nicht? Wille Korpuskel ist ja auch ein Dialekt. Also das ist ein Hinweis und das Buch übrigens hat ja geheißen Horst, Welt in Balance, nicht? Das wir damals veröffentlicht haben. Ja. Also das ist schon mal her. Das ist das eine und das zweite ist nur ein Hinweis. Ich ärgere mich immer, wenn das Christentum als monotheistische Religion bezeichnet wird. Das ist eine trinitarische Religion. Wo ist der Herr Premur? Trinitarische Religion ist nicht monotheistisch. Das versuche ich lang, den Dogmatikern beizubringen. Es gelingt mir nicht. Vielen Dank. Das ist mir ein wichtiger Hinweis. Und ich habe mich da jetzt etwas primitiv aufs Sloterdijk bezogen, der das natürlich vereinfacht. Aber zu dem ersten Teil mit der Mathematik oder Physik will ich sagen, schauen Sie mal in einen Artikel einer Peer-Review-Zeitschrift der Ökonomie hinein. Das ist 80% Mathematik und vollkommen närrisch. Mein letzter bezahlter Job war in Kalifornien, da war ich Leiter der kalifornischen Umwelthochschule und da gehört es zu meinen Dienstpflichten, die Publikationen aller meiner Professoren nicht nur zu lesen, sondern auch schriftlich zu beurteilen, nachdem das Peer-Review-Verfahren abgeschlossen war, aber egal. Und da war also einer, da dachte ich, oh, das ist ja wunderbar, ich bin ganz stolz auf meine Fakultät. The greening of the electrical utilities, die Ökologisierung der Stromkonzerne. Wunderbar. Aber natürlich alles voll Mathematik. Und dann bin ich schließlich auf die zentrale These gekommen. Die stand da. Je höher der Kohlenstoffanteil im Stromangebot eines solchen Konzerns, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erneuerbare Energien einsetzt. Eine absolut aufklärungsverdächtige Erkenntnis, aber schlicht eine Tautologie, ist aber, dieses Papier ist in das Highest Impact Journal of Management in Amerika gekommen. Natürlich kann das nicht am Inhalt gelegen sein, denn da war keiner, es war ausschließlich die Mathematik. So funktioniert heute das Peer-Review-Verfahren in der Ökonomie. Man muss Mathematiker sein, also verdummt sein, damit man Karriere machen kann in einer Wissenschaft, die sich Ökonomie nennt. Das ist grotesk. Ein kurzer Einwurf von Mathematiker sind nicht verdummt. Nein, also sie selber nicht. Gegen die Behauptung, aber Mathematiker Ökonomen, die das sind alle glauben. Verdummt. Du bist ja Mathematiker. Ja, eine Frage noch zu Ihren Bemerkungen zu Diagnose und Therapie. Ich habe mir gedacht, also, wenn ich als Privatmensch eine Diagnose bekomme im medizinischen Bereich und ich begebe mich in die Therapie und die Therapie macht alles schlimmer, dann werden die Therapeuten irgendwann einmal Schwierigkeiten bekommen. Das heißt also, dieses Grundgesetz des Hausverstandes gilt an und für sich, wie es ausschaut, in der Ökonomie nicht. Sie haben gesagt, da gibt es eine Diagnose
und die Therapie macht alles schlimmer. Die Therapeuten sind aber nach wie vor hochdosierte Universitätsprofessoren und im Bereich der Wissenschaftler so tätig, publizieren fleißig und machen eigentlich alles schlimmer. Wie kann man das verstehen? Eigentlich gar nicht, aber ich habe das Ganze ja karikiert und zu schlecht gemacht. Erstens hat Franz Josef Rademacher vollkommen recht, die Mathematik selber ist was Ausgezeichnetes. Im Übrigen habe ich gehört, dass jetzt ein Träger der Fields-Medaille im französischen Parlament sitzt. Also fantastisch. Das ist sowas wie der Nobelpreis für Mathematik. Und zweitens hat die Ökonomie natürlich auch Großartiges geleistet. Nur von Publikationen im American Journal of Economics oder wie immer das heißt, zu einer vernünftigen Politikberatung ist ein Riesenweg. Und häufig machen die Leute ganz vernünftige Vorschläge, zum Beispiel im Rat der Weisen in Deutschland, das ist meistens relativ vernünftig, aber es ist was völlig anderes als das, was sie in den Publikationen schreiben. Da ist also irgendeine Riesenkluft und da bin ich nur einfach für Ehrlichkeit, dass man sich nicht hinter einem Riesennamen versteckt, den man gewonnen hat durch Unsinn und dann damit ein möglicherweise guter, möglicherweise aber auch schlechter Berater der Regierung wird. Aber die eigentliche Antwort, ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ich glaube, es passt jetzt ganz gut. Als nicht so ganz hoch dotierte Universitätsprofessoren dazu Stellung zu nehmen. Mich hat das sehr berührt, Ihre Worte zu der ganzheitlichen Wahrnehmung. Und ich finde, dass die Wissenschaft auch extrem unter dieser Schwachheit der Philosophie leidet. Und dazu möchte ich gerne ein Beispiel bringen. Also Sie wissen ja, im Anthropozän hat der Mensch eine sehr anthropozentrische Sichtweise. Ich auch, ich bin Mikrobiologin und insofern habe ich mich natürlich gefreut, dass Sie die Mikroorganismen erwähnt haben. Sie haben den Platz nach Indien verlegt. Ja? Das ist nicht notwendig. Ich kann sagen, dass die Situation in Norddeutschland wesentlich schlechter ist. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Verlust unserer Biodiversität, den Pflanzen, Insekten, Tieren, dem Verlust der mikrobiellen Diversität und unseren Krankheiten. Ja? Und wenn ich mir angucke, dass in den entwickelten Ländern 20-30% der Kinder allergische Krankheiten haben, Autoimmunkrankheiten haben, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Superbugs, also die multiresistenten Keime, die wir in Europa im mäßigen Ausmaß haben, in anderen Gegenden noch stärker, aber die kommen und die kommen ganz dramatisch. So, wir haben diese Kette, die weiß man, aber ich würde es nie publizieren können. Also ich bin Forscherin auf dem Gebiet und ich habe mich wirklich an verschiedene Stellen gewandt und wir haben natürlich eine Kette von Einzelbeweisen und man könnte das eigentlich für solche Institutionen, wie für die Sie arbeiten, könnten Sie diese Argumente wirklich nutzen. Die Politik versucht das zu verschleiern. Ich meine, wir konzentrieren uns auf die wenigen EHEC-Fälle. Dafür gibt es sehr, sehr viel Geld. Wir selbst sind da in die Forschung involviert, machen da sehr viel. Wir haben eine europäische Aktion zu dem Thema mit 30 Ländern und wir fokussieren uns auch hauptsächlich auf die Lebensmittelpathogene, weil hier kann die Regierung sagen, wir bekämpfen die, wir machen noch mehr Sterilität. Ja? Aber hier muss ich sagen, leidet die Wissenschaft ganz doll. Ich kann nur ein kleines Segment publizieren. Ich kann nur zeigen, dass im organischen Landbau die Diversität höher ist als im konventionellen. Und ich kann nur zeigen, dass die Kinder bestimmte Mikroorganismen nicht mehr haben, die den ambivalenten Charakter haben. Aber das ist wirklich was ich vermisse. Und ich glaube, dass wirklich auch
das Fehlen der Philosophie und dieser Ideen, dass man zum Beispiel auch irgendwas sagen kann, was jetzt nicht im statistischen Ausmaß modelliert werden kann, eigentlich unser Handeln prägen sollte. Vielen Dank. Auch lange geredet. Sehr gut. Also die Engführung der verfassten Wissenschaft ist ein Problem für sich. Die Ökonomisierung der Naturwissenschaft und Technik ist einer der Gründe für diese Verengung. Und die Dominanz der Ökonomie über die Politik ist das eigentliche zu behebende Problem. Haben Sie Vorschläge, wie wir diese Dominanz brechen können? Zunächst mal eine aufklärerische Aussage. Wir müssen uns klar machen, dass diese Dominanz besteht. Denn bisher versteckt sich ja die Wirtschaft immer dahinter, dass sie ja nur das tun, was die Kunden wollen und was der Staat befiehlt. Und das Kapital ist ein scheues Reh. Und es geht weg, wenn es verärgert wird. Also da gibt es eine unglaubliche Rhetorik, um zu verschleiern, dass eine brutale Dominanz herrscht, die dann das Publizieren von Dingen, die der kommerziellen Mikrobiologie nicht passen, verbietet. Also einer der auffälligsten Fälle ist Gilles Eric Seralini, ein französischer Forscher, der herausgefunden hat, wie Gentechnik Warmblüter einschließlich Menschen schädigt. Und da gab es eine Verschwörung, um zu verhindern, dass er in irgendein existierendes Peer-Review-Journal reinkommt. Weil das wäre verheerend gewesen für Monsanto und andere. Also haben sie es verhindert. Das ist ein Teil des Problems. Das wird aber natürlich totgeschwiegen. Von der Agrarlobby, von der Chemielobby, von den Politikern häufig auch. Ich will nicht sagen, dass sie bezahlt sind, aber sie sind irgendwo doch auch abhängig. Alles immer dann unter dem Stichwort Arbeitsplätze. Okay. Aber jetzt, wo das so massiv eigentlich unsere Gesundheit betrifft, ja? Ja. Wenn man ins Krankenhaus geht, also jeder kennt Also Sie sehen in klarer Form auf Ihrer Seite, Sie brauchen mich nicht zu überzeugen. Ja. Ganz genau. Die Universitäten unterwerfen sich der gleichen Logik, aber diese Veranstaltung ist ein Beitrag zur neuen Aufklärung. Gut. Danke. Ganz herzlichen Dank. Dass die heutigen Trends nicht nachhaltig sind, dass wir immer wieder große Denkfehler machen, dass die alte Aufklärung im Wesentlichen verstümmelt worden ist in Richtung einer Rechtfertigung für Egoismus und Individualität. Wir brauchen wieder Balance, Ausgeglichenheit. Das kann man wissenschaftlich auch gut begründen. Und eine Zivilisation, die den Wert der Balance verachtet, weil es nicht dem Stärksten hilft, ist eine kranke Zivilisation. Wenn der Kapitalismus im Wesentlichen darin besteht, dass der Starke den Schwachen besiegt, hat man viele Leichen auf dem Feld. Und leider ist das heute so, die Kapitalstarken gewinnen und die Schwachen verlieren. Da ist die Aufklärung schiefgegangen. Der Kapitalismus ist weltweit, da kann man nicht nur sagen, das ist in Vietnam oder Brasilien oder in Deutschland so. Es ist überall die Gefahr, dass die ganz Schwachen unterliegen und die ganz Starken
siegen. Häufig wird Charles Darwin, der Formulierer der Evolutionstheorie, so zitiert, als sei der Kampf ums Dasein überall zu führen, das heißt also weltweit, und dass man die Weltmärkte rechtfertigen kann mit Darwin. Das kann man aber nicht. Für Darwin war der Wettbewerb der Arten gegeneinander im Wesentlichen ein lokales Phänomen. Er hat es auf den Galapagos-Inseln entdeckt, wo er festgestellt hat, dass die Abwesenheit von Vogelarten es ermöglicht hat, dass Finken auf den Galapagos-Inseln Sachen lernen, die an anderen Stellen nur Spechte oder Vampire oder Papageien oder so gelernt haben. Und das heißt also, man müsste Darwin so zitieren: Die Abwesenheit von Wettbewerb kann evolutionsförderlich sein. Wir haben in der westlichen Welt die Tendenz, wenn wir eine Auseinandersetzung sehen, zu glauben, dass einer Recht hat und der andere Unrecht. Das ist eine Art von dogmatischer Haltung. In einer neuen Aufklärung, wie ich sie mir vorstelle, kommt die Balance stärker zum Tragen. Sehr häufig haben bei Streitigkeiten eigentlich beide Recht. Und die Aufgabe, wie in der Dialektik, besteht darin, vernünftige Synthesen zu finden.